Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Folge Omsi. Schön, dass du wieder da bist, passend natürlich zur aktuellen Jahreszeit. Gestern war ja nun der erste Advent, wollen wir das Ganze jetzt hier natürlich auch in Omsi so fahren. Und ja, dementsprechend alles weiß jetzt in den nächsten Folgen, in den nächsten Wochen, denn der Winter ist ja nun mal jetzt auch in Omsi hier eingebrochen. Und dementsprechend wollen wir uns hier mal so ein paar Weihnachtsmärkte mal hier in Omsi anschauen. Und dementsprechend habe ich mir hier schon so eine kleine Liste hier mal parat gelegt, so wo denn hier so ein bisschen was los ist, so wo ein bisschen Weihnachtsdekoration hängt und so weiter und so fort. Und dementsprechend fangen wir heute in Bremen an, denn Bremen hat tatsächlich auch ein Kronung-Event, wo natürlich hier so ein paar Sachen hier aufgehängt worden sind. Und ja, wir fahren heute die Linie 677. Dementsprechend, ja, mal heute mal Uno, ja, Solobus. Heute mal so einen fetten Gelenkbus hier im Winter. Großartig, würde ich sagen. Dementsprechend, ja, lasst uns mal starten. Wir haben noch ein bisschen Zeit, also wir können uns hier ganz entspannt machen. Und ich werde euch noch ein bisschen was erklären, was diesen Monat jetzt hier so ein bisschen bei uns auch ansteht. Da gibt es nochmal ein separates Video, was ich hier noch machen werde. Denn wir wollen das Ganze natürlich hier auch ein bisschen feiern. Immerhin ist jetzt dieser Monat unser zweijähriges Jubiläum von ÖPNV-Simulation. Und dementsprechend, ja, haben wir uns da natürlich so kleine Sachen ein bisschen überlegt, was wir hier machen können, um die Zeit, die Weihnachtszeit natürlich hier ein bisschen schön zu feiern hier gemeinsam. Dementsprechend, los geht's. Ich würde mal sagen, wir springen mal rein. Und lange nicht gesehen, Tracker Air. Ich hoffe, das funktioniert hier heute. Und dass das Ganze jetzt nicht wieder hier... Ja, wie aber nicht funktioniert, dass es wieder sonst wohin springt. Das ist ein bisschen ärgerlich, gerade im Sommer. Ja, wenn natürlich die Sonne scheint, dann scheint die Sonne halt genau auf den Sensor und dementsprechend flackert dann halt immer das Ganze mal rum. Ist sehr unangenehm. So, dann wollen wir das Ganze hier mal erstmal soweit vorbereiten. 1, 2, 3, 4. So, anmelden. Und ja, hier können wir das Ganze auch schon machen. Umlauf. 337 003 sind wir. So, das passt. Hoffentlich sollte das Ganze passen. Achso, wenn wir noch einen Fahrplan auswählen, wäre das großartig. Nein, wir sind ja auch 677. Ha! Das ist natürlich dann falsch. So, also Umlauf. Löschen. 677, nicht 377. Eieieiei, geht ja schon wieder gut los hier. Und die 3 bitte. Da haben wir das schön. 6 Minuten haben wir noch. Können wir mal gucken. Heizung. Das muss natürlich hier auch an. Jetzt kommen sie gleich wieder alle an. So kalt hier. So, dann machen wir mal hier das Ganze hier. Ja, das ist aber so ein bisschen schwierig hier. Ja, mit Tracker Air halt dieses Runtergegucke. Aber das ging mal hin. So. Dann Licht an. Bremse treten, Vorwärtsgang rein, Handbremse lösen und können wir schon mal ein bisschen vorziehen. Werden natürlich aber noch nicht richtig vorfahren. Wir wollen mal ein bisschen weg von der Straße hier, sonst fahren die uns hier den Arsch ab. Das wäre natürlich auch nicht so schön. Und in der Zeit kann der Bus ein bisschen heizen. So, so schaut's aus, Leute. Heute Folge Omsi mit der Linie 677 nach Beckedorf. Wundervoll, wundervoll. Heute schneit's mal nicht. Muss ja nicht gleich am Anfang jetzt so einen Stress hier geben. Ja. Wir speichern das Ganze mal als Screenshot, damit ihr wisst, worauf es hier heute ankommt in der Folge. Die ganze Tour dauert irgendwas mit 19 Minuten oder sowas. Ist eigentlich relativ entspannt. Wie gesagt, ist natürlich alles mit enthalten. Das Einzige, was ich hier verändert habe, ist natürlich das Chrono-Event, denn das Ganze ist auf 2019 datiert. Und das habe ich jetzt ein bisschen umgeschrieben, dass es auch für 2020 gilt. Und dementsprechend, ja, können wir natürlich das Corona-Event hier in der aktuellen Zeit natürlich auch benutzen. Auch wenn es natürlich draußen ein bisschen anders ausschaut hier mit Corona und so ein Quatsch, ja. Werden natürlich, oder sind die meisten Weihnachtsmärkte natürlich verboten worden oder sind nicht da, weil sie natürlich halt Angst haben vor Ansteckungsgefahr oder sowas. Aber wir überspielen das Ganze hier mal so ein bisschen. Bei uns gibt es hier kein Corona in Omsi. Bei uns ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und dementsprechend, ja, können wir das Ganze natürlich dann hier auch fertig machen.
Das, was ich hier ansprechen möchte, ist natürlich auch so eine kleine Sache, die wir uns so ein bisschen überlegt haben. Denn wir machen ja nun gerne Leitstellenfahrten. Ihr wisst es, ja, wir machen alle zwei Wochen unsere Leitstellenfahrt und die kommt eigentlich auch relativ gut an. Ja, das freut uns natürlich und wir wollen natürlich das Ganze aber auch ein bisschen weiter ausbauen, ein bisschen weiter verbessern und alles was. Und dementsprechend haben wir uns für diesen Monat zumindest gedacht, dass wir jetzt wöchentlich eine Leitstellenfahrt machen. Wir haben uns hier schon so ein paar Karten rausgesucht. Wir müssen das Ganze natürlich noch testen, ob das Ganze funktioniert. Ihr müsst euch dann dementsprechend die Chrono-Events vorher runterladen, falls ihr mitfahren möchtet. Und dementsprechend wollen wir das Ganze dann halt so in der Weihnachtszeit halt fahren. Ne? Also in dem aktuellen Chrono-Event. Ich hoffe, das funktioniert auch mit der Leitstelle. Sollte aber eigentlich kein Problem sein, denn es wird ja nichts von der Leitstelle an sich her überschrieben, sondern es sind ja halt nur diese einzelnen Sachen, wie zum Beispiel, dass dann hier diese ganze Deko hängt und alles sowas. Wie gesagt, da müssen wir mal gucken, müssen wir testen. Dementsprechend, ist natürlich toll, wenn ihr jetzt am Freitag wieder dabei seid oder zur ersten Weihnachtsfahrt hier auf ÖPNV-Simulation. Und das Ding ist, was wir jetzt noch zusätzlich machen wollen, um natürlich auch ein bisschen immer was zurückzugeben, haben wir uns so überlegt gehabt, dass ihr was bekommt. Ja, und das ist jetzt hier nicht einfach nur irgend so ein lapperischer irgendwie was, ja, dass wir einfach so ein Key hier reinschmeißen oder sowas. Ihr müsst ein bisschen was arbeiten dafür. Und da haben wir uns so gedacht, dass ihr einfach mitfahrt, ja, ordentlich das, die Geldklasse klingeln lasst und dementsprechend bekommt der einen 10-Euro-Steam-Gutschein, der das meiste Geld in der Leitstellenfahrt eingenommen hat. Die gibt es dann wirklich gleich am Abschluss der Leitstellenfahrt. Also 24 Uhr werden wir ja wahrscheinlich dann Sense machen. Denn also genau danach bekommt er dann diesen 10-Euro-Gutschein für Steam. Also könnt ihr euch dann sparen, könnt ihr euch aufheben oder sonst irgendwas. Jetzt kommen ja nun noch ein paar DLCs angekündigt worden hier auf Steam für den OMSI. Und das machen wir dreimal. Also nächstes Wochenende und übernächstes Wochenende dann auch nochmal. Und werden dann insgesamt 30 Euro, die ihr hier machen könntet. Ja. Wir haben uns aber noch überlegt gehabt, für Leute, die halt wirklich immer anwesend sind, jetzt bei den drei Leitstellenfahrten, die kriegen nochmal einen extra Bonus da drauf. Ja. Die kriegen nochmal, da werden die ganzen Summen zusammengezählt von allen Fahrern, die mitgefahren sind. Und dann bekommt derjenige, der wirklich vielleicht bei allen drei mit war oder nur bei zwei mit war, aber bei den beiden zum Beispiel das meiste Geld verdient hat, bekommt obendrauf nochmal einen extra Bonus. So dass ihr hier bis zu 50 Euro Steam-Gutschein gewinnen könnt bei uns in der Leitstellenfahrt. Und dementsprechend ist natürlich Anwesenheitspflicht hier dementsprechend. Ja. Solltet ihr natürlich auch schon bis zum Ende bleiben, weil sonst wisst ihr ja nicht, ob ihr nun gewonnen habt oder nicht. Ja. Und das ist zum Beispiel eines dieser Sachen, die wir jetzt hier auf ÖPNV-Simulation machen wollen. Wie gesagt, ich mache dazu nochmal ein separates Video, um das Ganze nochmal genauer zu erklären, wie das Ganze denn abläuft. Und dann schauen wir mal. Weiter geht es dann halt mit Fäulen, dass die Fäulen jetzt gerade im Dezember alle winterlich werden. Also ist egal, ob die Train-Simulator spielen, Train-Sim World, OMSI, ja, Lotus und das geht ja wohl schlecht hier, Tram-Sim, denn die haben ja nun mal keinen Wintermodus. Werden wir hier alles im Winter fahren, ja, also so, dass wir das Ganze hier so richtig schön einstimmen auf Weihnachten und alles was. Ich freue mich, ich liebe diese Zeit. Bin so ein richtiger Weihnachtsmensch. Wenn ihr hier bei mir zu Hause seid, dann denkt ihr manchmal, ihr seid hier in der Weihnachtswerkstatt angekommen, hier, wo die ganzen Wichtel rumrennen. Großartig, also dementsprechend, ja, wenn ihr da wirklich Bock drauf habt, dann seid mit dabei, feiert mit uns gemeinsam und dann gibt es am, wann war das? Ich glaube am 23. glaube, nochmal ein richtiger Weihnachtsstream, dann, wo wir das Ganze dann nochmal so richtig schön zusammen bei gemütlicher Runde sitzen und das Jahr praktisch dann passieren lassen, was dann so alles angefallen ist und ja, dann geht es für mich in meinen endlich wohlverdienten Urlaub von 2 Wochen. Wo denn der Kanal mal kurz runterfährt, die ÖPNV-News kommen, aber es kommen keine Let's Plays oder keine Videos oder sonst irgendwas, wo wir halt einfach mal wirklich mal kurz mal abschalten müssen und dann früh im neuen Jahr dann wieder durchstarten. So sieht es also wie gesagt aus dieses Jahr noch. Deswegen seid dabei, wir würden uns natürlich mega drüber freuen. Und jetzt haben wir natürlich schon genug gequatscht, jetzt können wir hier auch langsam losfahren. Wie gesagt, wir würden uns da natürlich mega drüber freuen. Und wie gesagt, ihr bekommt ja halt auch einen kleinen Bonus dafür, dass ihr dann hier mitfahrt. All das wäre natürlich schon ziemlich, ziemlich cool alles. Seefahrtstraße. So.
Wir sind aber noch in der Taunusstraße, bitte. Dankeschön. Und damit sind wir durch. Keiner will mit. Keiner. Schöne rutschende Reifen hier. Ein großes Dankeschön an Knolli. Der hat mir so ein bisschen den Arsch gerettet. Ihr habt ja in der letzten Folge wahrscheinlich ja mitbekommen, dass mein Omsi in Aachen doch ein bisschen krass geruckelt hat. Ja? Ich weiß aber nicht, was das ist. Ja, es kam wohl ein neues Update raus und muss mir scheinbar meine Einstellung zerschossen haben oder sowas. Und dementsprechend lief das echt nicht mehr flüssig. Das hatte mir Knolli seine Option-Datei hier rübergeschickt und seitdem geht's wieder, ja. Läuft das Ganze wieder ein wenig besser. Sitzen jetzt hier unsere ganzen Fahrgäste hin. Hallo. Will hier keiner mitfahren oder wie? Das ist natürlich mega schlecht. Jetzt sind wir hier schon so weit, weißt du, und dann fährt hier keiner mit uns mit hier. Aber nö, spawnt keiner hier. Dann fahren wir weiter. Ja, die Karte hier, seht ihr ja, ne, die BBS-Karte funktioniert ja auch nicht richtig. Die 677 scheint eine neue Linie zu sein oder sowas. Deswegen ist sie wahrscheinlich im BBS gar nicht enthalten. Aber ich glaube, wir sind sie aber schon mal gefahren, wenn mich nicht alles täuscht. Kommt mir auf jeden Fall mega bekannt vor. Doch, da haben wir den ersten Fahrgast. Schon gerutscht. Wundervoll. Moin. Morgen. Wie gesagt, Schöne ist natürlich, jetzt kommen ja nun doch schon noch der ein oder andere DLC raus. Das Geld könnt ihr dann zum Beispiel dann sparen oder sowas für die DLCs. Ja. Also wie gesagt, wer wirklich von Anfang bis Ende abräumt hier, der kann bis zu 50 Euro halt machen. Ja, das ist schon ordentliche Summe, sind gefühlt zwei DLCs oder sowas, die ihr euch für Omsi kaufen könntet. Einmal London, wird das ja am 10.12. erscheinen soll, bin ich mal gespannt drauf. Werden wir uns natürlich angucken. Ja, oder vielleicht die C2 Stadtbusfamilie, ne? Die ist ja jetzt mittlerweile auch bei Steam schon eingetragen. Kann nicht mehr alles so lange dauern. Gespannt. So, wie gesagt, und bei der Weihnachtsfeier werden wir natürlich dann auch nochmal gucken, dass wir vielleicht das ein oder andere da vielleicht abgreifen können und was wir dann verlosen können und sowas, ne? Da werden wir mal gucken, so einen wirklichen Plan haben wir da jetzt noch nicht. Das ist jetzt erstmal so der Plan für den Dezember zumindest, ja, ist natürlich, wie gesagt, unser Erscheinungsmonat. Wie gesagt, 2 Jahre ÖPNV-Simulation schon, ja, muss man mal lassen. Fast eine Minute hier gut gemacht hier. Das ist ja echt großzügig. Aber jetzt kriegen die erstmal grün hier. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, wie gesagt, so wird es dann ausschauen hier. Ne? So Weihnachten und hast du es nicht gesehen. Wie gesagt, die Linien, da sind wir jetzt gerade noch am Plan. Dass wir da so das ein oder andere halt damit reinnehmen. So. Spricht halt immer auch das ASR an. Fahren hier einfach, ne? Okay. Ja doch, das war mir klar. Ja.
Ich kann nicht rückwärts. Darf ich nicht. Oh, Leute. Stellen die mich hier echt zu, ja? Das ist eigentlich mega verboten. Ja, es passiert natürlich nichts, ja. Oh, wirklich. Achso. Jetzt kommst du da auch schon nicht mehr wirklich rum. Oh, fahr mir doch nicht in die Karre. Ey. Einfach zugestellt, weißt du? Das ist ein absoluter Traum. Entschuldigung, guter Mann, aber wir haben hier über 30 Grad im Bus. Vielleicht schalten Sie mal die Klimaanlage an. 20 Grad sind das hier. So, was war das? 8:30. Eine Tageskarte, Preisstufe 1, bitte. Danke. So. So, mal schön breit machen jetzt hier. Ob wir jetzt hier rumkommen. Gut. Ja, mit Verspätung musst du leben. Geht halt nicht anders. Als was du wirklich als Busfahrer halt wirklich akzeptieren musst. Ja. Verspätungen sind halt da. Kann man nun mal nicht. Planst du ja nicht vorher, ne, wie der Verkehr ist. Und wenn natürlich dann so eine Dummdödels hast, die dich dann einfach dann hier zufahren, hier zustellen, dann hast du halt keine Chance, da irgendwas zu machen. Wie gesagt, rückwärts fahren, um Gottes Willen. Ja, hier hast du immer mal so, so eine kleine Ruckler drin. Oh, Alter. So, hier haben sie ein bisschen weihnachtlich dekoriert. Was ist denn das hier? Moin. Moin. Mahlzeit. 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 Ja, da sieht er ein bisschen was da. Aus. Und
Dinge durchfahren lassen hier. Oder auch nicht. Meine Güte. Verstehe das nicht. Mein Omsi lief so gut, ja. Und dann kommt hier irgendein Update und zerschießt mir hier vollkommen die Option, ja. Ja, das ist natürlich mega ärgerlich. Da, du, da, da. Ja, KI wieder von Omsi, ne? Da fährt wieder nichts. Ich dachte, diese Probleme gehören der Vergangenheit an, ja, dass ich hier wieder ständig nach irgendwelchen besten Einstellungen suchen muss hier. Aber siehst du, falsch gedacht. Gefühlt jede Ampel rot hier. In Bremen. So, Vorratstock wieder abgelassen. Zu viel Druckluft drauf auf dem Bus. Ja. So schaut's aus, Leute. Mal gucken, wie es denn dieser Winter wird. Ob ich wieder mit meiner Tochter trotz Corona irgendwie wieder wohin fahren muss, damit sie wieder ein bisschen Schnee sehen kann, weil in Berlin gibt es sowas ja nicht mehr. Er ist einfach weg. Ja, das ist immer ärgerlich. Jetzt auch gerade so ein Mann, der wird jetzt halt, ne, dem wird es jetzt wahrscheinlich auch schon interessieren, mit Schnee zu spielen und alles sowas. Das kannst du vergessen. Hier in Berlin kriegst du sowas nicht mehr. Und abfahren.
Fahr doch, Mann. Andere wollen die Ampel vielleicht auch noch haben. Schon wieder ein Krankenwagen. Hier muss ja auch nicht mehr los sein. So. Guten Morgen. Und wieder rot. Großartig. So. Ja, am 10.12., wie gesagt, soll ja nun London erscheinen. Das werden wir uns natürlich auch angucken. Bin ja mega gespannt drauf. Nach, ich glaube, 2 Jahren Verschiebung oder sowas. Ja, ist es jetzt nun soweit. Und bin, wie gesagt, gespannt. Ich mag das ja eigentlich, dieses ganze Setting so rund um London und sowas. Ne? Den Linksverkehr. Ist natürlich immer so eine kleine Herausforderung und man muss auch ganz ehrlich sagen, der DLC, der sieht ja an sich nicht verkehrt aus. 4 Betriebshöfe, 4 verschiedene Busse, du hast halt unglaublich viele Linien. Wilhelm-Zöllig-Straße. Da bin ich schon ein bisschen gespannt drauf, muss ich gestehen. So, sollen wir uns ein bisschen beeilen hier? Die Klimaanlage anschalten ist keine Option. Scheinen hier irgendwie ein paar Probleme zu haben. Es sind 20 Grad hier im Bus. Ich weiß nicht, was die hier jetzt rumjammern. Ich glaube, wir müssen mal langsam jetzt hier nämlich die Pfeile anmachen, da hinten, okay. Weil wie gesagt, ihr seht schon, wir sind schon wieder außerhalb der BBS-Karte und dementsprechend zeigt er uns jetzt nicht mal den richtigen Weg an. Was natürlich äußerst ungünstig ist. Was? Jetzt nicht, was jetzt. Oh nein, oder? Fünf, 2, 4, 6. Danke. Oh, hör auf zu ruckeln, ey. Oh, geh doch zu. Das ist immer wieder wundervoll. Schlimm immer, wenn du dann die Zeit dann mal laufen siehst, aber ist halt so. Man kann sich nicht ändern. Der Kollege hatte letztes Mal 5 Minuten Verspätung. Passiert halt.
Wichtig ist halt echt nur, dass man dich hier auch zur Ruhe bringen lassen darf hier. Das würde, normalerweise haben die Busse ja so einen Automatikmodus, dass er halt automatisch in den zweiten springt beim Anfahren. Würde das Reifenrutschen Aumunder Weidestraße ein bisschen beheben. Ja, mit 3 Minuten Verspätung. Ah ja, ich weiß nicht, wofür verursacht, wo denn? All das wäre mir jetzt tatsächlich neu. Irgendwo was knallen sehen? Nee, ne? So, dann alles raus jetzt hier. Wundervoll. Das passt. So. Oh, der ist schön dreckig geworden hier, würde ich mal sagen. Unser Bus hier. Großartig. Leute, das war, wie gesagt, eine Folge hier mit Omsi. Ah, ja. Könnt ihr euch jetzt so drauf freuen, was so jetzt in den nächsten Tagen hier so ansteht. Und dementsprechend würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr bei der Leitstellenfahrten vielleicht jetzt mitmacht, denn so mit unserem Winter-Dingsbums-Special. Und könnt ihr gerne mal auch eure Ideen, eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare posten, was ihr davon so haltet, ob ihr mitmacht oder nicht, oder doch, oder ihr findet es doof. Wie gesagt, tobt euch da einfach mal aus, schreibt es unten in die Kommentare rein. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit einer weiteren Folge Omsi. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du dabei warst und hoffe natürlich, dass du Spaß hattest. Wenn ja, wie gesagt, dann lass ein Like da und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen, tschüss und ja Leute, bleibt gesund, ne? Tschüss!